Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rimmelt. In der letzten Folge hatten wir einen Kälteeinbruch, eine Belagerung und eine rettende Vorratskapsel. Die ist, glaube ich, ungefähr hier gelandet. Die hatte, oder ich glaube hier so ein bisschen, die hatte glücklicherweise eine Menge Trumbofleisch dabei. Da haben wir uns gleich drauf gestürzt. Und ja, Ambus ist tot. Das habe ich gar nicht gesehen in der letzten Folge. Okay, wieder ein Kolonist weniger, den wir versorgen müssen. Ja, es ist, ich weiß auch nicht, momentan. Warum sind die Tür offen? Ja, momentan ist es ein bisschen problematisch. Wir bauen jetzt wieder die Kartoffeln auf. Wir haben noch viel Lebensmittel oder viel einfache Mahlzeiten. Wir haben ja glücklicherweise von den Belagerern auch noch ein bisschen Mahlzeiten klauen können. Ich glaube, hier liegt jetzt nichts mehr. Wir müssen auf jeden Fall die Waffen noch mitnehmen. Das können wir eigentlich auch die Folge machen noch. Vielleicht auch die ganzen Sachen hier mal abreißen. Kriegen wir wenigstens nämlich hier noch ein bisschen Stahl raus, den wir mitnehmen können. Und ja, ich hoffe halt, dass wir jetzt in dieser Folge die Nahrungsversorgung wieder einigermaßen aufbauen können. Wir haben jetzt noch 2, 4, 6, 7 Kolonisten. Also es geht stetig nach unten. Ich würde sagen, Zima wird mal jetzt wirklich nur noch unser Bauarbeiter. Und ja, Aufsehen ist sie zwar auch. Ja, sie ist eigentlich auch super Aufseherin. Ja, lassen wir sie noch als Aufseher drin. Wie sieht's denn aus mit Mensch? Blaue Katze. Entstellt. Vielleicht mal noch ein paar freundliche Gespräche versuchen zu führen. Bei Toll vielleicht auch noch ein paar freundliche Gespräche und Katze. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Machen wir einfach noch ein paar freundliche Gespräche. Wir müssen auf jeden Fall diese Folge auch noch die restlichen Gefangenen oder die restlichen Toten beerdigen, damit es nicht ganz so ganz so schrecklich hier aussieht. Machen wir einfach hier noch ein paar. Ja, Gräber hin und dann wird es hoffentlich reichen. Ja, und ansonsten würde ich halt sagen, und das hier bauen wir auf jeden Fall fertig. Falls dann nochmal so was kommen sollte, dass wir dann auf jeden Fall, also dass auf jeden Fall die Kartoffeln nicht kaputt gehen. Ich muss aber auch gerade nochmal gucken. Also es sind ja jetzt, wie gesagt, ein paar Leute gestorben. Landwirt haben wir noch, Tirado. Der ist aber auch gleichzeitig Bergarbeiter. Also wir müssen da auf jeden Fall noch ein bisschen was umändern, glaube ich. Ja, wir lassen jetzt erstmal die ganzen Sachen, die ganzen Aufträge, wo wir hier noch sind, lassen wir mal fertig machen. Redfields, vielleicht tun wir dich mal woanders reinsetzen. Weil ich glaube, dann schläfst du die ganze Zeit hier drin und bist nicht ganz so glücklich. Zima braucht noch eine Behandlung. Ja, diese Wurminfektion, Hungerrate zweimal. Ich denke, die ist hoffentlich auch bald überstanden. Ah, Holz ist leer, wie es aussieht. Das reicht an, hat anscheinend nicht gereicht. Dann können wir eigentlich den Rest vielleicht aus. Ich weiß auch nicht. Granit machen. Machen wir halt den Rest aus Granit. Ja. Machen wir den Rest einfach aus Granit. So. Und machen wir es mal so. Ich habe total vergessen, hier noch eine Tür reinzubauen. Machen wir hier noch eine Granittür rein. Vielleicht hier oben eventuell auch noch eine. Die Stromversorgung sieht nicht ganz so gut aus. Müssen wir auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht nochmal ein bisschen was umbauen. So. Genau, die Geschütze müssen natürlich dann auch noch ausgemacht werden. Also hier der Schalter sollte eigentlich, wenn der. Der ist doch aus. Müsste das Geschütz hier eigentlich auch. Egal, reißen wir es einfach ab. Das reißen wir auch ab. Das hier auch. Vielleicht machen wir hier auch noch gleich noch eine Granittür rein. So. Es ist, wie gesagt, definitiv nicht das Schönste. Ich wiederhole mich wahrscheinlich 10-mal oder 1000-mal, dass ich immer wieder sage, dass die Kolonie momentan halt wirklich nicht das Schönste ist. Alles ist wirklich, wirklich nur zwecksmäßig. Ich würde das am liebsten ganz anders erbauen. Muss ich ehrlich zugeben. Aber es von den Ressourcen lässt es einfach nicht zu momentan. Sehr gut, das ist schon mal überdacht. Gut, dann sollte das soweit eigentlich funktionieren. Ich glaube, wir könnten diese Lampe noch mal ein bisschen mehr
nach links verschieben. Ich glaube, das wäre nämlich besser. Irgendwie so. Dann kann da oben... Ich weiß nicht, ob das da oben dann wächst, aber das eine Feld ist jetzt dann auch halb so schlimm. Ansonsten, die Temperatur sieht gut aus. Da unten können wir das dann auch abreißen. Können wir noch ein paar Hydrokulturen hinbauen. Aber wie gesagt, wir müssen uns erstmal wirklich jetzt um den Strom kümmern, weil das reicht anscheinend noch überhaupt nicht. Oh nee. Koinike benommen, Redfields bisschen aggressiv. Oh, da kann ich jetzt nichts machen. Vielleicht, dass ich irgendwie die zwei mal hier oben hinschicke. Zima, gut, Zima kann ja machen, was sie will. So, jetzt kloppen sie sich. Ich hoffe, dass Koinike Redfields umhaut. Mal schauen wir mal, ob das reicht. Ansonsten gehe ich natürlich hier mal noch in den Nahkampfgriff. Hier liegen noch ein paar Sachen rum, Klamotten. Jawohl, Koinike hat es geschafft. Tirado rettet ihn, dann ist das kein Problem. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir mit den Nahrungsmitteln noch auskommen. Also das dauert noch ein bisschen, jetzt funktioniert der Strom hier nicht. Wir haben einfach nicht genug Strom momentan. Also wir bräuchten auf jeden Fall noch ein paar Windturbinen, die können wir eigentlich auch noch ein paar, oder können wir auch noch ein paar da bauen. Bauen wir hier oben noch welche hin. So. Und verbinden natürlich das Stromkabel noch. Irgendwie so. Dann bauen wir hier vielleicht noch Solaranlagen hin. 2, 3, 4 Stück. Machen wir 2. Dann reicht es hoffentlich. Die Kartoffeln sollten jetzt nicht kaputt gehen. Aber 3 Tage haben die ja Wachstumsdauer. Ich hoffe, dass wir das 3 Tage durchhalten. Dass da nicht zu viele verhungern. Was könnten wir machen? Vielleicht nochmal wieder den Blick auf die Karte werfen, ob sich irgendwas in der Zwischenzeit getan hat mit Nahrungsmitteln, aber ja. Ist genauso leer wie immer. Hier sind fast keine Tiere, beziehungsweise ich sehe jetzt mal wieder auf Anhieb keine. Tja. Der Strom reicht nicht. Okay, müssen wir halt mal so weitermachen. Wachstumsrate 88%, ja. Also es wird. Wir könnten natürlich hier jetzt noch ein bisschen Menschenfleisch kochen, aber ich will eigentlich kein Menschenfleisch essen. Ich glaube nicht, dass das die beste Idee ist oder die beste Lösung. So, die Solaranlage wird jetzt, glaube ich, aufgebaut. Hier wird noch ein bisschen versorgt, verarztet. Also wir müssen auf jeden Fall noch mindestens einen Tag das schaffen. Ich hoffe, dass hier... Ja, Tirado baut jetzt noch ein bisschen mehr Kartoffeln an. Das ist wichtig. Johnny versucht, Katze anzuwärmen. Wobei, wir haben ja nur freundliche Gespräche momentan drin. Wir könnten es versuchen. Mal Anwärmungsversuche. Wahrscheinlich sterben die sowieso bald. Wir bräuchten nochmal eine Vorratskapsel. Das wäre jetzt wirklich... Eine Sonneneruption hat begonnen. Uiuiui, okay. Jetzt funktionieren auch unsere alle elektrischen Geräte nicht. Dann, ja, Moment. Dann reißen wir das Dach in der Zeit mal ab. Damit wenigstens die Kartoffeln hier weiter wachsen können. So. Wachstumsrate 88%. Ja, jetzt mittlerweile ist es wieder so warm. Ja, bitte. Ach, was soll ich denn mit Sandsteinblöcken? Braucht doch kein Mensch. Also die braucht wirklich kein Mensch. Ja gut, außer diese Tür da, aber... Unnötig! Was will ich denn damit? Ich brauche Kartoffeln oder irgendwas zu essen. Benötigte Lichtstärke 50%. Na, wenigstens laden sich die Batterien in der Zeit auf. Aber die Kartoffeln sind auch wieder hinüber. So, es geht weiter. Da machen wir mal wieder ein Dach hin. Geistiger Zusammenbruch. Ich mir fast gedacht, wer denn? Hall. Johnny, ja, lauf einfach weg, würde ich sagen. Wobei, ich glaube, wir müssen kämpfen. Ja.
Redfields ist arbeitsunfähig. Koinicke ist arbeitsfähig, jawohl. Dann komm du mal her, Koinicke, und hilf mal. Also ich habe die Befürchtung, wenn jetzt nicht bald... Okay, Koinicke ist auch tot. Das war vielleicht doch nicht die beste Idee, Koinicke nochmal reinzuschicken in den Kampf. Also wenn jetzt nicht nochmal ein kleines Wunder passiert, dann war es das wahrscheinlich mit der Kolonie. Nochmal eine Vorratskapsel oder so wäre jetzt wirklich das absolute Nonplusultra. Aber ich glaube... Ich glaube, es sieht nicht gut aus. Störung Batterie. Ja, das ist die dahinter. Das ist nicht so schlimm. Von der Temperatur ist es draußen minus 1 Grad. Ja, da gehen die Kartoffeln auf jeden Fall kaputt. So, jetzt wachsen sie ein bisschen. Ja. Oh, die brauchen noch so lange. Ja, die Hoffnung liegt wirklich komplett auf einer Vorratskapsel, die jetzt nochmal hoffentlich vom Himmel fällt. Okay, wir haben Katze rekrutiert, wie auch immer wir das geschafft haben. Katze. Geistiger Zustand benommen von Johnny. Katze wirst auf jeden Fall Tierpfleger. Und wenn wir keine Tiere haben, kochen kannst du auch. Landwirt wirst du auch als erstes. Ja, Bauarbeiter repariere als viertes, Schmied braucht man nicht, Schneider, Forstwirtschaft machen wir als zweites. Handwerk brauchst du nicht sein. Rest lassen wir so drin, ja, wieder benommen. Ja, es liegt wirklich gerade, das sind so die letzten Rettungskartoffeln, die vielleicht uns die Kolonie retten können. Aber es dauert noch ein bisschen, bis die so weit sind, dass wir sie ernten können, aber es könnte... Ja, diese, na, ich glaube nicht mehr, dass es heute noch klappt, aber vielleicht morgen. Sonne geht langsam unter. Und da geht der Strom wieder aus. Okay, die Kartoffeln ruhen, also... Ja, ich denke, morgen können wir dann ein paar von denen ernten. Moment, bevor du Koinicke beerdigst, zieh ihn bitte noch aus. Du brauchst... Oh, nee. Piraten von der Fraktion Finstere Vorschlaghammer sind auf dem Planeten gelandet. Wie viel sind das? 2, 4, 6... 18, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, ich würde sagen, das ist das Ende der Kolonie. Ich glaube, da kann ich nicht mehr viel machen. Ich würde jetzt eigentlich schon ziemlich gerne in den Angriff gehen, aber Scharfschützengewehr. Überlebensgewehr. Oh, schwere Maschinenpistole. Die Waffen von da unten haben wir, glaube ich, auch noch nicht geholt, oder? Ah doch, die haben wir jetzt mittlerweile mitgenommen. Aber diese zwei Scharfschützengewehre, ich glaube, die werden uns... Nee, das schaffen wir, glaube ich, jetzt nicht, wenn wir in den Angriff gehen. Vor allem, wir haben nicht genug Kolonisten, glaube ich, um in den Angriff zu gehen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier versuchen, wirklich die Kartoffeln hier zu ernten. Und einfach hoffen, dass sie ihn nicht treffen. Okay, ein bisschen Feuer. Oh, wenn die nur Feuerbrandgranaten schmeißen, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, Brandmörser haben die zweimal. Oh, der hat da durchgeschossen. Oh, HW, komm da raus.
Oh, du bist nahe Kollaps und Hitzeschlag, erste Anzeichen, leicht. Oh Mann. Na gut, wir haben auf jeden Fall noch eine Chance gegen die. Die Brandgranaten sind halb so schlimm, wenn sie auch nicht, also wenn sie unsere Kartoffeln nicht treffen, sollte das kein Problem sein, hoffe ich. Au. Nein, 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 das Geschütz darf nicht in die Luft gehen. Nein, nicht unsere Kartoffeln, das ist ungünstig. Oh, das sind so viel, das ist viel zu viel Feuer. Oh, shit. Oh, shit. Schnell das abreißen. Komm, zieh mal, oder irgendjemand, komm, reiß das ab, reiß das ab, reiß das ab. Ach, die brennen beide. Die brennen beide. Zieh mal, komm hier raus. Raus mit dir. Lauf. Johnny liegt auf dem Boden. Hal, kannst du? Nein, kannst du nicht. Katze, Katze. Bist auch unfähig. Redfields ist tot. Tirado brennt. Haben wir noch irgendeinen? Nein, wir haben niemanden mehr. Gut, Leute, ich glaube, das war's von dieser Kolonie. Ich sehe, ja, keine Chance mehr, hier was zu machen. Hal, außer Hal würde jetzt irgendwie schnell aufwachen. Harvey kann auch nichts machen. Tirado verbrennt jetzt, da können wir, das ist zu spät. Tirado ist verbrannt. Und die zwei werden jetzt, ja, demnächst verhungern. Derzeit brennt hier alles ab. Ach, Vorratskapsel. Ja, jetzt kommt hier was. Elchfleisch. Mann, oh Mann. Katze, geht's dir gut? Nope. Nope. Und nope, immer noch nicht können die sich bewegen. Könnten versuchen, die Nahrungsmittel zu klauen. Katze ist tot und HW ist auch tot. Jetzt fehlt nur noch Hal. Ja, der wird auch nicht mehr lang mitmachen. Ja, ich glaube, das war's von unserer wunderschönen Kolonie. Der Hall hält aber schon ziemlich lange durch. Mal gucken, wie lange er noch durchhält. Tougher. Ist sehr tough, Hall. Aber du kannst jetzt auch nichts mehr machen. Ich glaube, er hat gar nicht mitbekommen, dass alle gestorben sind. Er schläft. Ah ne, er ist wach. Er ist eigentlich wach. Er verbrennt aber echt nicht. Ah, jetzt. Ja, alle sind tot oder fort. Diese Geschichte ist zu Ende. Vielleicht findet jemand anderes einen Nutzen für die noch stehenden Ruinen.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Es ist, ja, schade, dass es gescheitert ist, dass diese Kolonie. Aber ich glaube, ja, die Map hat halt nicht sehr viel hergegeben, würde ich sagen. Das Problem ist an der Wüste auch immer, dass ich würde sagen, wir haben eigentlich verloren, wirklich wegen den Nahrungsmitteln. Wir haben einfach zu wenige Nahrungsmittel dann noch gehabt und dann sind einfach die meisten Kolonisten ausgerastet, weil sie Hunger hatten. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Staffel. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!